Wir machen ernst und sind auf dem Weg zu Jella Krämer. Sie ist Intimitätscoachin und der Meinung, guten Sex kann man lernen. Das wollen wir heute ausprobieren, auch mit praktischen Übungen. Ich freue mich super, dass ihr da seid, weil ich finde, dieses Lernen von gutem Sex und wie Sex funktionieren kann und wie Sex im eigenen Leben glücklich machen kann, ist nicht selbstverständlich. Und die Entscheidung dafür ist schon ein unglaublich wichtiger Schritt. Slow Sex, der Name liegt ja nahe, es würde vor allen Dingen um die Langsamkeit gehen. Und die Langsamkeit ist aber nur ein Werkzeug. Und wir nutzen das, um Sachen besser zu fühlen. Und wenn der Raum da ist, dass du das Gefühl hast, ah ja, ich bemerke alles, was da ist, musst du nicht dabei bleiben. Slow Sex kann sehr lebendig, sehr bewegt sein. Wichtig ist tatsächlich mal genau hinzugucken, was man denn so macht. Und das, was als erstes auffällt, sind diese ganzen Erwartungen, die es so an Sex gibt. Nämlich, dass Sex was ist, wo man sich am besten die Klamotten vom Leib reißt und einen ganz intensiven, vielleicht lauten Sex hat und dann beide gleichzeitig kommen. Deswegen gibt es da so ein paar Elemente, wo es ums Verlernen geht. Und Slow Sex hat den Fokus ganz auf das Hier und Jetzt, weil ich mich entspanne. Und das ist auch was, was viele erstmal üben müssen. Dieses Entspannen. Wie mein Körper, wenn ich mit viel Spannung unterwegs bin, weniger fühlen kann. Es gibt so eine ganz einfache Übung. Man kann sie für 2-3 Minuten machen. Man kann sie auch eine Stunde machen. Du machst die Füße parallel und ungefähr hüftbreit. Und die Knie so leicht gebeugt. Du beginnst mit so einem ganz weichen Schütteln von den Knien aus und allen Körperteilen, die irgendwie schon schütteln mögen. Das Schütteln ist wie so ein Schweizer Taschenmesser, um den Körper zu entspannen. Aber auch auf mentaler Ebene, wenn man so in Gedankenkreisläufen ist, dass man da rauskommt und wie auf so einen Nullpunkt kommt. Und bleib einen Moment stehen. Gerne die Augen geschlossen halten und noch mal nachfühlen. Ich fühle mich schwerer. Ja, schwerer. Ja, ja, wow. So, wirklich so geerdet. Das ist auch genau diese Idee. Einmal am Körper ankommen. Weil ganz oft leben wir so viel im Kopf. Und für den Sex brauchen wir den Körper. Das Fühlen im Körper ist eines der zentralen Elemente, was wir im Slow Sex lernen. Weil unser Körper hat die Kapazität, unglaublich fein zu fühlen. Aber durch die Gewohnheiten, die wir so haben, haben wir das oft ein bisschen abgestumpft. Und zu dem Fühlen habe ich eine Übung vorbereitet, wo es darum geht, diese eigene Kapazität zu fühlen, zu erweitern. Und dazu werde ich gleich einfach in die Schale ein paar Gegenstände legen und ihr könnt euch ganz spontan, intuitiv einen raussuchen. Schließt die Augen und guckt, dass ihr eure Lieblingsstelle an dem Gegenstand findet zuerst. Wie ist die Oberfläche? Wie ist die Temperatur? Was gibt's sonst noch so zu fühlen? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eine Lieblingsstelle gefunden, dann guckt einmal, was ihr euch mit dieser Lieblingsstelle so Gutes tun könnt. Dann gerne ein paar Worte in die Runde werfen. Das ist hier so eine ganz glatte Stelle. Also die anderen hier sind teilweise rauer, die Kanten fand ich rau und natürlich die Ecken auch. Und mir ging das ähnlich, weil bei mir ist ja auch irgendwie, habe ich mich auch gefragt, was soll jetzt hier eine Lieblingsstelle sein? Das Ding ist ja in sich irgendwie komplett so interessant. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich das total schön finde, wenn es da so sich reinschmiegen kann. Und diese Zwischenräume waren dann die schönsten Stellen. Also für mich waren die beiden Enden die Lieblingsstellen, weil ich das da schön festhalten kann und das so drehen kann. Du sprichst damit so diesen wichtigen Punkt an, dieses, dass du erst das fühlen musstest, um zu bemerken, was dir gefällt.
Das sind symbolisch alles, was ihr erwähnt habt. Genau diese Elemente von Slow Sex. Dieses, du nimmst deine Neugier und du gehst da so nah ran und guckst so fein und entdeckst erst in dem Reinfühlen, was es denn gerade ist. Und nicht, ne, sah schön aus, wird schön sein. So, nee, war gar nicht so. Und genau das ist wirklich im Slow Sex 1:1 das, was wir machen. Wir fangen da an, wo es genussreich ist. Und ganz banal ist es häufig einfach, zwei nackte Körper zusammenzubringen. Also ohne diese Erwartung, das wird jetzt XY. Und in dem Moment, wo ich zwei nackte Körper zusammenbringe und die Ablenkung rausnehme, haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Entspannt ungemein. Dazu würde ich gerne eine Übung machen. Es geht nämlich um eine Art der Umarmung, wo die Körper beieinander ankommen. Dass ich mich dann da rein entspanne und gegebenenfalls auch ein bisschen nachjustiere. Aber auch, dass ich weiß, ich habe Zeit, mich da rein zu entspannen. Und ich darf das genießen und ich darf mir so diesen Hauthunger nähern, den ich höchstwahrscheinlich habe. Ich fand es total hilfreich, dass du das nochmal gesagt hast. Wir können auch nochmal die Position verändern. Ne? Also ich finde, das ist, da ist sonst so eine Scheu, da sind wir so, ja, ich will jetzt nicht signalisieren, dass ich mich hier unwohl fühle oder so. Es hilft dann ja auch, wirklich entspannt zu bleiben. Es ist, glaube ich, auch wichtig, gut zu stehen. Also dass man wirklich fest steht, dann ist es einfacher zu umarmen, als wenn du zurück bist oder vor oder dich stützt. So, ne? Und ich würde gerne mit euch noch eine zarte Berührungsübung machen. Wir berühren uns an den Händen, mehr nicht. Es muss nicht viel passieren, damit diese Geborgenheit und dieses Gefühl von Begegnung und Berührung da ist. Leave it all to me. I'm on the nerdiest to leave. Is there any tea left? Leave it all to me. I'm on the nerdiest to leave. Is there any tea left? Any tea left? Ich fand es total spannend, auch mal zu tauschen, weil tatsächlich in der Position, in der ich die Hände umschlossen habe, habe ich weniger Ruhe gespürt als in der Situation, als ich meine Hand in Yarets Hände legen konnte. Ja, sehr viel Ruhe hat es in mir ausgelöst. Da steckt eine gewisse Symbolik drin und es kann so sein, muss aber nicht sein, dass das eine mehr mit Empfangen und das andere mehr mit Geben zu tun hat. Wenn wir die Dinge, die wir heute hier gelernt haben, auf das Leben übertragen, ist das ja auch sehr hilfreich, sowohl das im Hier und Jetzt zu sein, als auch mal die Geschwindigkeit zu wechseln oder die Perspektive zu wechseln. Ja, vielen Dank.